wichtiger Meilenstein in diesem Projekt ist der Detailplanungsprozess. Und jetzt hier zu stehen und zu sehen, wie unsere Ideen und Konzepte in die Wirklichkeit umgesetzt werden, ist ein unglaubliches Gefühl. Wir haben angefangen, mit unseren Repräsentanten die Konzepte auszuarbeiten. Da haben wir erstmal unsere Teamprofile identifiziert und gesehen, wie arbeiten wir und was brauchen wir überhaupt in dem neuen Campus. Dann kam Corona und damit der Wechsel ins Homeoffice. Alles hat online stattgefunden und so haben wir auch über Teams uns als Reps mit dem Campus-Team wieder zusammengefunden, haben geguckt, stimmt das noch, was wir da definiert haben, was wir brauchen. Natürlich auch nochmal mit dem Einfluss von Corona, haben sich da die Team-Needs verändert, wie können wir darauf eingehen, dass das noch passt. Also im Detailplanungsprozess ging es eigentlich darum, wie wir als Team zusammenarbeiten und was uns wichtig ist. Im Laufe der Workshops hat sich dann gezeigt, auch durch die ganzen Gegebenheiten am Gebäude etc., dass das mehr eine Richtung war. Eine Gesamtlösung zu schaffen, die allen gerecht wird und trotzdem aber eine Einheit darstellt. Ich glaube, das ist die größte Herausforderung gewesen und dafür war es aber essentiell, auch die Mitarbeiter zu befragen und einzubeziehen. Was wir festgestellt haben, ist aber eben, dass es teilweise eine gewisse Frustration gab, wenn man mit seinen Bedürfnissen außerhalb des One-Fits-All-Ansatzes war. Für diese Kolleginnen und Kollegen haben wir auf prozessualer Ebene auch Konfliktlösungsmechanismen vereinbart, schon im Planungsprozess. I think the employee participation is quite important. The campus is for us, so I believe that we should bring all our contribution, all our ideas to make this campus as attractive as possible. Ja, mittlerweile haben wir 24 Workshops mit über 100 Repräsentanten aus den verschiedenen Funktionen absolviert. So eine Mitarbeiterpartizipation, wie sie aufgesetzt wurde, kann und darf natürlich nicht enden, wenn das Gebäude steht, wenn alle eingezogen sind, sondern das wird ein Thema sein, was bleibt. The new ways of working will be much more open, much more collaborative, it'll be less formal. And I believe it will have a huge impact in the employee engagement as well. Flexibler Arbeitsort ist ein Riesenthema geworden und für uns sicherlich auch ein Riesenthema auf dem Campus. I would say the right opportunities to work within the team, to work with the team, with other teams on the campus, so to work with people working from home office and from abroad, so more of connectivity will be easier, will be more comfortable and more enjoyable, I believe, to work in the new campus compared to today. So my ways of working will be much more efficient going forward in the new campus. Und auch die Mitarbeitenden haben uns das zurückversichert. Der Campus ist der zentrale Ort für uns, für die Zukunft, wo wir alle gemeinsam sein wollen und zusammenkommen wollen. Worauf ich mich am meisten freue, auf eine offene, moderne und kommunikative Arbeitsumgebung. In unserem speziellen Bereich freue ich mich definitiv darauf, dass wir nun eine Kaffeeküche haben, die wir gemeinsam nutzen können. Obwohl ich gar keinen Kaffee trinke, aber ist ja wurscht. Man geht ja trotzdem zum Quatschen hin. Working with them, having a laugh with them, having a coffee and really, you know, having much more interaction with a larger team rather than doing a virtual Teams meeting online. So I want to physically meet them now. It's high time.